Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Sie haben alle schon von Simson gehört oder Samson, wie er auch genannt wird. Und Sie haben vielleicht einige Filme von Hollywood produziert, gesehen, die sich hauptsächlich mit einer gewissen Episode im Leben von Simson beschäftigen. Und das wird natürlich dann ausgeschlachtet und in den meisten Fällen in total falscher Weise repräsentiert. Wir wollen uns heute einmal das Leben von Simson näher anschauen, so wie es in der Bibel beschrieben steht. Und Simson war möglicherweise einer der merkwürdigsten und kontroversesten Charaktere im Alten Testament. Und gleichwohl finden wir eine bemerkenswerte und auf den ersten Blick, wer sich mit der Geschichte von Simson auskennt, erstaunliche Aussage im Hebräerbrief, im Neuen Testament. Und hier ist etwas, was Paulus sagt, und zwar in Hebräer, Kapitel 11, und angefangen in Vers 32. Er sagt hier: Was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Und diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Und dann fährt er fort zu sagen in Vers 39, diese alle, also alle diese, die er jetzt erwähnt hatte, inklusive Simson, diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war, nämlich das ewige Leben, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Also die Vollendung, das ewige Leben würde noch kommen, und zwar zum Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi. Aber die starke Implikation in dieser Stelle ist, dass Simson das ewige Leben erlangen wird, dass er in der ersten Auferstehung dabei sein wird, dass er ein Mitglied der Familie Gottes werden wird. Und das sollten wir beachten, wenn wir jetzt uns die Lebensgeschichte von Simson anschauen. Denn wie gesagt, auf den ersten Blick ist es eine ungeheuerlich, scheinbar unglaubhafte Bemerkung und Aussage. Aber sie wird uns zeigen, wie sehr man sich auf Gottes Barmherzigkeit verlassen kann, wenn man reagiert auf das, was Gott von uns erwartet. Schauen wir uns im Buch Richter die Erzählung von Simson an. Und fangen wir mit seiner Geburt an. Denn, wie wir sehen werden, war bereits schon seine Geburt eine übernatürliche Erscheinung. Und wie wir noch sehen werden, ist Simson in gewisser Weise ein Vorläufer für Jesus Christus. Nur hat Simson sein ganzes Leben hindurch zunächst einmal diese Berufung nicht ernst genommen. Auch eine Warnung an uns, unsere Berufung nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Denn die Konsequenzen, die Simson widerfuhren, waren katastrophale. In Richter Kapitel 13 lesen wir angefangen Vers 1. Und die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Und der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre. Und es war aber ein Mann von Sora oder in Sora von einem Geschlecht der Daniter. Also die waren Daniter von dem Geschlecht Dan mit Namen Manoach. Und seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Nun, das hört sich ein wenig an, wie damals, als Gabriel zu Maria kam und ihr in diesem Falle eine übernatürliche Geburt prophezeite. Nun, wer ist dieser Engel des Herrn? Nun, das Wort für Engel im Hebräischen kann sowohl sich auf einen wirklichen Engel beziehen, aber auch auf einen Menschen. Das Wort heißt einfach Bote. Und das hebräische Wort ist Malak. Und das Wort kann sich sogar auch auf die eine der beiden Persönlichkeiten beziehen, die in der Gottfamilie sind. Wie wir wissen, Gott besteht aus Gott dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Und Jesus Christus hat natürlich auch bereits schon vor seiner Geburt als Mensch existiert, und zwar als ein Gottwesen. Und im Buch Malachi oder Malachi wird er erwähnt. Und zwar wird er erwähnt als ein Bote. Malachi Kapitel 3. Malachi Kapitel 3.
Und lesen wir über diesen Boten in Kapitel 3 und Vers 1. Da sagt Gott, der Vater, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Mit anderen Worten, hier spricht sogar Jesus Christus. Er spricht allerdings die Worte des Vaters aus, aber er sagt, ich will einen Boten senden, bezogen auf Johannes den Täufer, der vor mir her, also vor mir Jesus Christus, den Weg bereiten soll. Schauen Sie, und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Nur wer ist dieser Engel des Bundes? Wie gesagt, das Wort Engel kann auch eben Bote bedeuten. Dies bezieht sich auf Jesus Christus, der Bote des neuen Bundes. Und wenn wir hier im Alten Testament von dem Engel des Herrn reden, kann es sich dies um Jesus Christus handeln. Das Wort Engel, wie gesagt, ist eine Interpretation der Übersetzer. Im Hebräischen heißt es lediglich Bote. Und hier ist in der Tat, wie wir noch sehen werden, dieser Engel des Herrn kein anderer als Jesus Christus vor seiner Geburt als Mensch. Und schauen wir uns an, was dieser Engel des Herrn jetzt der Frau sagt. In Vers 4. So hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen, denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Nun, es heißt hier in der Lutherüberbibel, er wird ein Geweihter Gottes sein. Im Hebräischen heißt es hier das Wort Nazariter und viele Übersetzungen haben auch das beibehalten und gesagt, er wird ein Nazariter sein, ein Gottgeweihter. Er wird von Geburt an ein Nazariter sein. Was war ein Nazariter? Was war diese Institution im Alten Testament? Nun, wir lesen über den Nazariter in 4. Buch Mose. 4. Buch Mose, Kapitel 6. Und achten wir darauf, was mit dem Nazariter-Gelübde alles verbunden war. Nun, dieses Nazariter-Gelübde konnte zeitweilig sein, für einige Jahre, für einige Tage, einige Wochen, je nachdem. Und es konnte eben auch, aber auch lebenslänglich bestehen. In diesem Falle war Simson, dessen Geburt ja ohnehin übernatürlich war sozusagen, ein Gottgeweihter, und zwar vom Zeitpunkt seiner Geburt an bis zum Zeitpunkt seines Todes. Nun, als solcher Gottgeweihter hatte er Verpflichtungen. In 4. Buch Mose lesen wir in Kapitel 6, angefangen in Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn jemand, Mann oder Frau, das besondere Gelübde tut, sich dem Herrn zu weihen, also ein Gottgeweihter zu werden, ein Nazariter, so soll er sich des Weins und starken Getränkes enthalten. Würzwein und starken Würztrank soll er auch nicht trinken, auch nichts, was aus Weinbeeren gemacht wird. Er soll weder frische noch gedörrte Weinbeeren essen. Solange sein Gelübde währt, soll er nichts essen, was man vom Weinstock nimmt, von den unreifen bis zu den überreifen Trauben. Solange die Zeit seines Gelübdes währt, soll kein Schermesser über sein Haupt fahren. Bis die Zeit um ist, für die er sich dem Herrn geweiht hat, ist er heilig und soll das Haar auf seinem Haupte frei wachsen lassen. Während der ganzen Zeit, für die er sich dem Herrn geweiht hat, soll er zu keinem Toten gehen. Er soll auch sich nicht unrein machen beim Tode seines Vaters, seiner Mutter, seines Bruders, seiner Schwester, denn das Gelübde seines Gottes ist auf seinem Haupte. Während der ganzen Zeit seines Gelübdes soll er dem Herrn heilig sein. Also wir sehen hier verschiedene Voraussetzungen. Zunächst einmal durfte ein Nazariter sich sein Haar nicht schneiden lassen, er sollte es frei wachsen lassen. Er durfte auch keinen Wein trinken, keinen Alkohol, nichts, was von Beeren hergestellt war. Und er durfte auch sich einem toten Körper nicht nähern und den nicht anfassen. Nun, daraus ergibt sich bereits, dass Jesus Christus kein Nazariter war, denn er hat alles dies ja getan. Er war ein Nazarener. Er wurde in der Stadt Nazareth groß, aber kein Nazariter. Von daher trug Christus auch kein langes Haar. Aber wir sehen hier, dass dieser Simson ein Nazariter war. Nun, wie wir noch sehen werden, hat Simson in seinem Leben kontinuierlich alle diese Gebote übertreten, obwohl er eben ein Gottgeweihter war. Er nahm seine Berufung, wenn man das heute vom geistlichen Standpunkt aus sehen will, sehr, sehr leicht, auf die leichte Schulter. Aber dies ist auch symbolisch für uns, denn bevor noch Simson geboren wurde, war er bereits von Gott auserwählt worden, seinen Weg zu gehen. Nur wie gesagt, hat Simson zunächst einmal auf diesen Ruf nicht gehört. Jeder, der heute berufen ist,
und das sagt uns die Bibel ganz deutlich, wurde bereits vor seiner Geburt dazu berufen von Gott, in dieser Zeit berufen zu werden, nicht unbedingt das Heil zu erlangen. Die Entscheidung liegt nach wie vor bei uns. Aber wir haben die Verpflichtung, diesem Ruf zu folgen. Wir lesen nun in Kapitel 13 und Vers 6 im Buch Richter, wie es weitergeht. Richter 13 und Vers 6. Da kam die Frau und sagte es ihrem Manne und sprach, es kam ein Mann Gottes zu mir, also nicht unbedingt ein Engel, ein Mann Gottes kam zu mir und seine Gestalt war anzusehen wie der Engel Gottes. Nun, nicht nur ein Engel Gottes, sondern der Engel Gottes, mit anderen Worten, der Bote Gottes. Die Frau verstand, mit wem sie hier gesprochen hatte. Zum Erschrecken, sodass ich ihn nicht fragte, woher oder wohin. Und er sagte mir nicht, wie er hieß. Aber sie hatte schon eine Ahnung, wer es war. Und er aber sprach zu mir, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, so trinke nun keinen Wein oder starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn der Knabe soll ein Geweihter Gottes sein, von Mutterleibe an bis zum Tode oder zum Tage seines Todes. Und da bat Manoach den Herrn und sprach, ach Herr, lass den Mann Gottes wieder zu uns kommen, den du gesandt hast, damit er uns lehre, was wir mit dem Knaben tun sollen, der geboren werden soll. Schauen Sie, Manoach betete zu Gott, dem Vater. Er verstand, dass es den Vater gab. Und er bat den Vater, diesen Mann Gottes, dieses Wesen, zurückzuschicken. Scheinbar mit der Erkenntnis oder der Ahnung, wer es vielleicht sein könnte. Wir sehen nachher noch, dass er, als dann der Mann Gottes erschien, dieser Engel, dieser Bote, nicht unbedingt wusste, wer es war. Aber er bat um die Wiederkehr dieses Wesens, damit er und seine Frau belehrt werden könnten, wie sie denn den Jungen jetzt erziehen sollten, der als ein Gottgeweihter von Geburt an ausersehen war, die Israeliten von den Philistern zu befreien. Also wir sehen, dass die beiden hier gottfürchtige, gottverehrende Menschen waren, wie auch Maria und Josef Menschen waren, die Gott ehrten. Wir lesen jetzt weiter in Vers 11. Oder vielmehr lesen wir erst einmal weiter in Vers 9. Und Gott erhörte Manoach, und der Engel Gottes, also dieser Bote, kam wieder zu der Frau. Und sie saß aber auf dem Felde, und ihr Mann Manoach war nicht bei ihr. Und er lief sie eilends und sagte es ihrem Manne und sprach zu ihm, siehe, der Mann ist mir erschienen, der heute Nacht zu mir kam. Auch hier sehen wir, wie Frau und Mann als ein Team zusammenarbeiten. Nicht unbedingt wie Eva, die sich von Adam entfernte und dann von dem Teufel versucht wurde und den von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aß. Hier hatten beide zusammen das gleiche Verständnis. Vers 11. Und Manoach machte sich auf und ging hinter seiner Frau her und kam zu dem Mann und sprach zu ihm, bist du der Mann, der mit der Frau geredet hat? Er sprach, ja. Also hier sehen wir, wie Christus als ein gewöhnlicher Mensch erschien. Er nahm die Gestalt, die Form eines Menschen an. Die hatten zunächst einmal nicht erkannt, wer es war. Aber ursprünglich hatte er ja sich in seiner etwas verherrlichten Gestalt gezeigt. Vers 12. Und Manoach sprach, wenn nun eintrifft, was du gesagt hast, wie sollen wir es mit dem Knaben halten und tun? Und der Engel des Herrn sprach zu Manoach, vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Sie soll nicht essen, was vom Weinstock kommt, soll keinen Wein oder starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen. Alles, was ich ihr geboten habe, das soll sie halten. Und Manoach sprach zum Engel des Herrn, wir möchten dich gerne hier behalten und dir ein Ziegenböcklein zurichten. Also er zeigte hier, wie gastfreundlich er war, auch ein gutes Charakteristikum eines Menschen, der Gott dienen will. Vers 12. Aber der Engel, der Bote des Herrn, antwortete Manoach, wenn du mich auch hier hältst, so esse ich doch von deiner Speise nicht. Willst du aber dem Herrn ein Brandopfer bringen, so kannst du es opfern. Manoach aber wusste es nicht, dass es der Engel des Herrn war. Er wusste nicht unbedingt, dass das jetzt Christus war, aber er hatte eine Ahnung, dass es nicht nur ein gewöhnliches Wesen war, ein gewöhnlicher Mensch. Vers 17. Und Manoach sprach zum Engel des Herrn, wie heißt du? Denn wir wollen dich ehren. Also es war schon eine Ahnung vorhanden, dass es sich hier nicht nur um einen Menschen handelte. Wir wollen dich ehren, wenn nun eintrifft, was du gesagt hast. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du mich nach meinem Namen, der doch geheimnisvoll ist? Und die meisten Menschen heute haben keine Ahnung,
von dem wahren Namen Jesu Christi. Wir lesen, wenn Christus zurückkommt, und wir lesen in diesem Buch der Offenbarung, dass er einen Namen hat, den niemand kennt, außer dem Vater. Da nahm Manoach ein Ziegenböcklein, Vers 19, und Speisopfer und brachte es auf einem Felsen dem Herrn dar, der geheimnisvolle Dinge tut. Manoach aber und seine Frau sahen zu. Und als die Flamme aufloderte vom Altar gen Himmel, da fuhr der Engel des Herrn auf in der Flamme des Altars. Als das Manoach und seine Frau sahen, fielen sie zur Erde auf ihr Angesicht. Und der Engel des Herrn erschien Manoach an seiner Frau nicht mehr. Damals erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war. Was ist mit dem Engel des Herrn gemeint? Und sprach zu seiner Frau, wir müssen des Todes sterben, weil wir Gott gesehen haben. Er erkannte, dass dieser Engel des Herrn, der Bote des Herrn, Gott war. Aber welches Gottwesen? Und Christus sagte später im Neuen Testament, niemand hat jemals Gott den Vater gesehen. Aber der, der als Gottwesen den Menschen damals im Alten Testament erschien, war kein anderer als Jesus Christus, der hier als der Engel des Herrn, der Bote des Herrn, der Bote Gottes Vaters beschrieben wird. Und Manoach und seine Frau erkannten dies nun, dass sie Gott gesehen hatten. Aber seine Frau, Vers 23, antwortete ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und Speisopfer nicht angenommen von unseren Händen. Er hätte uns auch das alles weder sehen noch hören lassen, wie jetzt geschehen ist. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran, und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn umzutreiben im Lager Dans zwischen Sora und Eshtaol. Nun, hier müssen wir auf etwas aufmerksam werden. Es heißt nicht, dass Simson den Geist des Herrn in sich hatte. Es heißt nicht, dass Simson, wie man das heute sagen würde, bekehrt war. Es heißt hier lediglich, dass der Geist des Herrn ihn umhertrieb, wie Luther das übersetzt. Man kann auch sagen, ihn motivierte, ihn inspirierte, gewisse Dinge zu tun. Gott kann dies mit allen Menschen tun, ohne dass diese Menschen bekehrt sein müssen. Wir lesen im Alten Testament in vielen Stellen, dass Gott zum Beispiel den Geist des Königs von Assyrien inspirierte, dahingehend motivierte, gewisse Dinge zu tun, aber der König von Assyrien im Alten Testament war keineswegs bekehrt. Wir lesen hier nicht, dass Simson bekehrt war. Simson war ein Gottgeweihter von Geburt an. Ja, er war dazu berufen, Gott zu dienen, aber er war noch nicht bekehrt. Und wir werden auch sehen, dass alle die Handlungen, die er begangen hatte, zeigen, dass er nicht bekehrt war, bis zum Ende. Nun, er würde bekehrt werden, er würde den Heiligen Geist Gottes erhalten, denn ohne ihn würde er nicht im Reich Gottes sein, aber sein ganzes Leben hindurch nahm er die Berufung, die zu seiner Bekehrung hätte führen können und sollen, auf die leichte Schulter. Das Wort Simson oder Samson ist im Hebräischen Shimshon. Und es bedeutet so viel wie die Sonne oder eine kleine Sonne oder auch Klarheit. Nun, wie gesagt, er sah das alles nicht so klar, aber wie wir noch sehen werden, hätte er es besser verstehen können. In Kapitel 14 und Vers 1 fährt die Erzählung wie folgt fort. Da heißt es, und Simson ging hinab nach Timna und sah ein Mädchen in Timna unter den Töchtern der Philister. Nun, im Hebräischen heißt es hier, Simson ging für sich hinab oder alleine hinab. Es geht hier um eine Einstellung, die sehr ich-bezogen war. Eine Einstellung, die wir im ganzen Buch über Simson lesen werden. Er tat dies für sich selbst. Es war dies keine Situation, wo der Heilige Geist ihn dazu motiviert hätte, nach Timna zu gehen. Er tat dies für sich selbst. Und wir sehen, was nun geschah in Vers 2. Und als er heraufkam, da sagte er seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe ein Mädchen gesehen in Timna unter den Töchtern der Philister, nehmt mir nun diese zur Frau. Also er wollte dieses Mädchen zu seiner Frau haben. Nun, das Gesetz verbot dies klar und deutlich im fünften Buch Mose, das können Sie nachher sich anschauen, in Kapitel 7, in den Versen 3 und 4 wird ausdrücklich gesagt, dass zum Beispiel keine Ehe stattfinden sollte zwischen Israeliten und Philistern. Aber der Simson, der hat sich um dieses Gebot wie auch um viele andere Gebote Gottes nicht gekümmert. Er wollte diese Frau und so hatte er dann die Eltern dazu aufgefordert, die damaligen Riten durchzuführen, um eben dann diese Frau heiraten zu können. Vers 3.
Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, ist denn nun kein Mädchen unter den Töchtern deiner Brüder und in deinem ganzen Volk, dass du hingehst und willst eine Frau nehmen von den Philistern, die unbeschnitten sind? Doch Simson sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Die Eltern hatten Simson darauf hingewiesen, dass er diese Frau nicht hätte heiraten sollen, aber die Selbstsucht von Simson, denn sie gefiel ja seinen Augen, die war eben stärker. Eine Warnung für uns heute, dass wir uns auch nicht mit Menschen verheiraten sollen, die nicht den gleichen Glauben haben wie wir. Eine solche Ehe kann sehr schwierig werden. In diesem Falle war es eine Situation, die von vornherein zum Scheitern verurteilt war, wie wir jetzt sehen werden. Lesen wir weiter in Vers 4. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam, denn er suchte einen Anlass gegen die Philister. Aber schauen Sie, es geht nicht jetzt darum, dass jetzt Gott den Simson motiviert hätte, dies zu tun. Gott würde niemals einen Menschen dazu bringen, sein Gesetz zu übertreten. Es war Simsons Entscheidung. Aber Gott ließ es zu. Und interessant ist auch, dass wenn wir manchmal falsche Entscheidungen treffen, wenn Gott einen Plan hat mit uns, er gleichwohl es bewirken wird, dass trotz unserer falschen Entscheidungen das dabei herauskommt, was Gott will. Denken wir an Jona, der vor Gott fliehen wollte, der alles das getan hat, was er nur sich erdenken konnte, um vor Gott zu fliehen. Und Gott sah gleichwohl zu, dass Jona dann seinen Auftrag erfüllte. So gibt es viele Beispiele in der Bibel. Aber man darf das nicht so falsch verstehen, als ob jetzt Gott den Simson dazu inspiriert hätte, dies zu tun. Nein, das war Simsons Entscheidung. Aber Gott hat dann einen Anlass gegen die Philister gesucht, um eben sein Versprechen wahrzumachen, Israel von den Philistern zu befreien. Und hier war dann eine Möglichkeit gegeben, dies zu tun. Es heißt hier weiter, die Philister aber herrschten zu der Zeit über Israel. Vers 5. So ging Simson hinab mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna. Und als sie kamen an die Weinberge von Timna, siehe, da kam ein junger Löwe brüllend ihm entgegen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn. Also jetzt bekam er übernatürliche Kraft. Und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt, und hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er sagte aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Schauen Sie, bislang wird nicht davon gesagt, dass der Geist Gottes über ihn kam. Diese ganze Episode mit der Philisterfrau war eine Idee, die Simson alleine hatte. Jetzt in diesem Augenblick, als der Löwe ihn angriff, da hatte Simson in diesem Augenblick übernatürliche Kraft erhalten. Aber er sagte nichts seinem Vater oder seiner Mutter. Obwohl also Simson in flagranter Weise das Gesetz Gottes übertrat hier, in Bezug auf seine geplante Heirat mit der Frau der Philister, war Gott nach wie vor weiterhin willens, mit Simson zu arbeiten. Wir lesen jetzt in Vers 7. Und als er hinkam, redete er mit dem Mädchen, und Simson hatte Gefallen an ihr. Und nach einigen Tagen kam er wieder, um sie zu holen, und bog vom Wege ab, um nach dem Aas des Löwen zu sehen. Und siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Leibe des Löwen und Honig. Und er nahm davon in seine Hand und aß unterwegs und ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen, dass sie auch aßen. Er sagte ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Leibe des Löwen genommen hatte. Schauen Sie, das war eine Übertretung des Gesetzes bezüglich von Gottgeweihten. Er durfte ja nicht einen Toten anfassen. Das bedeutete auch, er durfte nicht einen Leichnam eines Löwen anfassen, was er mit Sicherheit ja tat, als er nun den Honig aus dem Aas des Löwen herausnahm. Aber ihm war das alles nicht so wichtig. Wir lesen hier jetzt weiter in Vers 10. Und als sein Vater hinkam zu dem Mädchen, machte Simson dort ein Hochzeitsgelage, wie es die jungen Leute zu tun pflegten. Hier sehen wir auch eine gewisse kompromittierende Haltung des Vaters. Der hätte eigentlich gar nicht überhaupt daran teilnehmen sollen. Er wusste ja, dass das, was Simson tat, falsch war. Obwohl er ein Mann war, der Gott ehrte und Gott fürchtete, bedeutet dies nicht, dass auch er sündenlos gewesen wäre. Vers 11. Und als sie ihn sahen, da gaben sie ihm 30 Gesellen, die bei ihm sein sollten. Simson aber sprach zu ihnen, Vers 12, ich will euch ein Rätsel aufgeben. Wenn ihr mir das erratet und trefft in diesen 7 Tagen des Gelages, so will ich euch 30 Gewänder geben und 30 Frauenkleider.
Wir sehen hier, dass das Hochzeitsfest 7 Tage dauerte. Wir sehen aber auch, dass Gott hier in keinster Weise den Simson dazu inspirierte, den Philistern dieses Rätsel aufzugeben. Wie wir noch sehen werden, hatte das auch wieder schlimme Konsequenzen. Das war auch etwas, was Simson in seinem Stolz, in seiner, ich würde mal sagen, seiner Idee, dass er eben überheblich war, tat. Vers 13. Könnt ihr es aber nicht erraten, so sollt ihr mir 30 Gewänder und 30 Feierkleider geben. Und sie sprachen zu ihm, gib dein Rätsel auf, lass uns hören. Und hier kommt jetzt das Rätsel, Vers 14. Er sprach zu ihnen, Speise ging aus vom Fresser und Süßigkeit vom Starken. Und sie konnten in 3 Tagen das Rätsel nicht erraten. Am 4. Tage sprachen sie zu Simsons Frau. Überrede deinen Mann, dass er uns des Rätsels Lösung sage, oder wir werden dich und deines Vaters Haus mit Feuer verbrennen. Habt ihr uns hierher geladen, um uns arm zu machen? Und da weinte Simsons Frau vor ihm und sprach, Du bist meiner überdrüssig, hast mich nicht lieb. Du hast den Söhnen meines Volkes ein Rätsel aufgegeben und hast mir es nicht gesagt. Er aber sprach zu ihr, siehe, ich habe es meinem Vater und meiner Mutter nicht gesagt. Solltet ihr es sagen? Die Lust, die Simson motivierte, um diese Frau zu heiraten, denn sie gefiel seinen Augen, führte zu katastrophalen Folgen. Es war hier kein Vertrauensverhältnis. Die Frau kam nicht zu Simson und sagte ihm, was die Töchter oder vielmehr was die Söhne der Philister ihr angedroht hatten. Nein, sie wollte durch Lug und Betrug und Heuchelei das Rätsel von Simson erfahren, um es dann den Philistern weitergeben zu können. Wir lesen weiter in Vers 17. Und sie weinte vor ihm die 7 Tage, die sie feierten. Aber am 7. Tage sagte er es ihr, denn sie drang in ihn. Sie aber sagte des Rätsels Lösung den Söhnen ihres Volkes. Schauen Sie, an und für sich hätte der Simson doch, wenn er klug gewesen wäre, wenn er Herr seiner Sinne gewesen wäre, merken müssen, was hier vor sich ging. Aber wie es so schön heißt, Lust oder vielmehr Liebe oder Lust, wie man das sagen will, macht blind. Wir sehen nachher, dass sich Simson genauso verhielt im Hinblick auf Delilah oder Delilah. Nun, sie sagte es den Söhnen ihres Volkes. Und Vers 18, da sprachen die Männer der Stadt zu ihm am 7. Tage, ehe die Sonne unterging. Auch hier wiederum andeuten, dass Tage von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang gehen. Was ist süßer als Honig? Und was ist stärker als der Löwe? Aber er sprach zu ihnen, wenn ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt hättet, so hättet ihr mein Rätsel nicht getroffen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn. Aber wiederum auch hier ging es jetzt nicht darum, dass er dazu inspiriert wurde, aber er bekam jetzt wieder übernatürliche Kraft. Schauen Sie, er ging hinab nach Aschkelon und erschlug 30 Mann unter ihnen und nahm ihre Gewänder und gab Feierkleider denen, die das Rätsel erraten hatten, und sein Zorn, nicht Gottes Zorn, sein Zorn entbrannte und er ging hinab in seines Vaters Haus. Aber Simsons Frau wurde seinem Gesellen gegeben, der sein Brautführer gewesen war. Seine Frau hat nun den besten Freund von Simson geheiratet. Das war das Ende der Geschichte, aber wir noch sehen werden, Simson wusste das nicht. Aber wir sehen, dass sein Jähzorn überhand nahm, weil er jetzt sehr jähzornig wurde auf nicht nur seine Frau, sondern auch auf die Philister. Und er geht jetzt hin und tötet 30 unschuldige Philister, die da mit der ganzen Sache nichts zu tun hatten. Aber er wollte sich eben jetzt daran befriedigen. Er wollte seinen Zorn, seinen Ärger stillen. Lesen wir weiter. In Kapitel 15, Vers 1. Es begab sich aber nach einigen Tagen um die Weizenernte, dass Simson seine Frau besuchte mit einem Ziegenböcklein. Der wusste also noch nichts davon, dass sie nicht mehr seine Frau war. Und als er dachte, ich will zu meiner Frau in die Kammer gehen, da wollte ihn ihr Vater nicht hineinlassen und sprach, ich meinte, du bist ihrer ganz überdrüssig geworden und ich habe sie deinem Gesellen gegeben. Sie hat aber eine jüngere Schwester, die ist schöner als sie, die nimmt statt ihrer. Nun, da hatte Simson schon den Betrug erkannt und hat sich darauf nicht eingelassen. Aber wie geht es jetzt weiter? Hat Simson jetzt dann möglicherweise auf richtige Weise reagiert? Nein, keineswegs. Vers 3.
Da sprach Simson zu ihnen: Diesmal bin ich frei von Schuld, wenn ich den Philistern Böses tue. Wieso war er frei von Schuld? Die Tatsache, dass der Vater die Frau seinem besten Freund gab, besagt nicht, dass er jetzt frei von Schuld war, wenn er jetzt unschuldige Philister, unschuldig in dem Sinne, die nichts mit dieser Sache zu tun hatten, jetzt töten würde. Aber das ist genau das, was er tat. Vers 4. Und Simson ging hin und fing 300 Füchse, nahm Fackeln und kehrte je einen Schwanz zum anderen und tat eine Fackel je zwischen zwei Schwänze und zündete die Fackeln an und ließ die Füchse in das Korn der Philister laufen und zündete so die Garben samt dem stehenden Korn an und Weinberge und Ölberge und Ölbäume. Und da sprachen die Philister: Wer hat das getan? Und da sagte man: Simson, der Schwiegersohn des Timnaiters, weil er ihm seine Frau genommen und seinem Gesellen gegeben hat. Also die wussten genau, warum das geschah. Und da zogen die Philister hin und verbrannten sie samt ihrer Familie mit Feuer. Schauen Sie diese unglaubliche Konsequenz, die daraus entstand, dass Simson eine Frau geheiratet hat, die er nicht hätte heiraten sollen. Eine Kette ohne Ende. Hier geht es weiter, Vers 7. Simson sprach zu ihnen: Wenn ihr das tut, so will ich nicht ruhen, bis ich mich an euch gerecht habe. Und er schlug sich zusammen mit mächtigen Schlägen und zog hinab und wohnte in der Felsenkluft von Etam. Und da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda und breiteten sich aus bei Lehi. Aber die von Juda sprachen: Warum seid ihr gezogen gegen uns? Und sie antworteten: Wir sind heraufgekommen, Simson zu binden, dass wir ihm tun, wie er uns getan hat. Und da zogen 3000 Mann von Juda hinab in die Felsenkluft zu Etam und sprachen zu Simson: Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns denn das angetan? Und er sprach zu ihnen: Wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen wieder getan. Schauen Sie, das war seine Einstellung. Die Leute von Juda, wie ich sagte, gehörten zu einem anderen Stamm als Simson. Simson stammte von dem Stamm Dan ab. Also es war nicht der gleiche Stamm. Deswegen, wie wir noch sehen werden, waren die Leute von Juda dann auch bereit, Simson den Philistern zu übergeben. Aber was ist mit dieser Einstellung gemeint? Wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen auch getan. Ist das etwas, was Gott im Alten Testament oder im Neuen Testament befürwortet? Keineswegs. Schauen wir uns einmal an, was das Alte Testament dazu sagt. Im Buch der Sprüche, Sprüche Kapitel 20, Sprüche Kapitel 20 und Vers 22, da heißt es: Sprich nicht, ich will Böses vergelten. Harre des Herrn, der wird dir helfen. Und um es noch deutlicher zu machen, in Sprüche Kapitel 24 und in Vers 29, da heißt es: Sprich nicht, wie einer mir tut, so will ich ihm auch tun und einem jeglichen sein Tun vergelten. Das ist genau das, was Simson hier gesagt hat. Wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen auch getan. Gott sagt: Tu das nicht, weil nämlich das eine weitere falsche, negative Auswirkung haben wird auf dich und auf andere. Wie wir jetzt auch sehen werden, war das in der Tat der Fall. Kapitel 15 im Buch Richter und weiter mit Vers 14. Oder lesen wir jetzt erst Vers 13. Und sie sprachen zu ihm: Wir sind herabgekommen, dich zu binden und in die Hände der Philister zu geben. Und Simson sprach zu ihnen: So schwört mir, dass ihr selber mir nichts antun wollt. Und sie antworteten ihm: Nein, sondern wir wollen dich nur binden und in ihre Hände geben und wollen dich nicht töten. Und sie banden ihn und mit zwei neuen Stricken und führten ihn aus der Felsenkluft hinauf. Und als er nach Lehi kam, jauchzten die Philister ihm entgegen. Aber jetzt heißt es: Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die das Feuer versenkt hat, sodass die Fesseln an seinen Händen zerschmolzen. Schauen Sie, eine übernatürliche Wirkung dessen, was der Heilige Geist hier tat. Aber es war dies nicht etwas, was von Gott in dem Sinne geplant gewesen wäre. Es war alles dies Simsons Entscheidung. Aber hier in diesem Augenblick geriet der Geist Gottes über Simson und er bekam jetzt diese Kraft, sich von den Fesseln zu befreien. Vers 15. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken. Und da streckte er seine Hand aus und nahm ihn und er schlug damit 1000 Mann. Heißt das, dass dies etwas war, was Gott ihn inspirierte zu tun? Keineswegs.
Das heißt ja nur, dass der Heilige Geist ihn befähigte, sich von den Fesseln zu lösen. Das war wiederum jetzt seine Entscheidung, dies zu tun. Vers 16, und Simson sprach, mit eines Esels Kinnbacken habe ich sie geschunden, mit eines Esels Kinnbacken habe ich 1000 Mann erschlagen. Vers 17, und als er das gesagt hatte, warf er den Kinnbacken aus seiner Hand und man nannte die Stätte Ramat Lehi, das heißt Kinnbackenhöhe. Jetzt achten Sie ganz besonders auf den nächsten Vers, Vers 18. Und als ihn aber dürstete, da rief er den Herrn an. Wissen Sie, das ist das erste Mal in der gesamten Erzählung bis jetzt, dass gesagt wird, dass Simson den Herrn anrief? Alles das, was wir bisher gelesen hatten, war die Entscheidung Simsons. Scheinbar unabhängig von dem, was Gott wollte oder was zumindest in einem Gebet Gott gegenüber vorgetragen wurde. Aber jetzt, als Simson sehr dürstete, da rief er den Herrn an und sprach. Aber schauen Sie sich das Gebet an. Du hast solch großes Heil gegeben durch die Hand deines Knechtes. Also er verstand schon, dass die Kraft, die er hatte, von Gott kam. Nun aber muss ich vor Durst sterben und in die Hände der Unbeschnittenen fallen. Ach, ich armer Mensch, der ich so viel Kraft von dir erhalten hatte, jetzt muss ich aus Durst sterben. Nun, das war nicht der Plan Gottes. Gott hatte schon noch einiges mit Simson vor. Aber wir sehen doch die selbstsüchtige Haltung hier. Und wir lesen jetzt weiter in Vers 19. Und da spaltete Gott die Höhlung im Kinnbacken, das Wasser herausfloss. Also er bewirkte hier ein Wunder, wie er dies auch in der Wüste den Israeliten gegenüber tat unter Mose. Und als er trank, kehrte sein Geist zurück. Also er wurde wieder lebendig in dem Sinne, hatte also wieder seine Kraft und er lebte wieder auf. Darum heißt der Ort Quelle des Rufenden, die ist in Lehi bis auf den heutigen Tag. Interessant, dass jetzt diese Quelle des Rufenden hier so erwähnt wird. Scheinbar war das auch ein Hinweis darauf, dass Simson nicht allzu oft sich an Gott gewandt hatte. Und es heißt dann in Vers 20, und er richtete Israel zu den Zeiten der Philister 20 Jahre. Also er war ein Richter über Israel. Er hat 20 Jahre lang Israel gerichtet, sie belehrt, scheinbar auch sie dahingehend belehrt, das Wort Gottes zu halten. Nur war das Paradox eben das, dass er in seinem eigenen Leben nicht willens war, das Wort Gottes zu halten. Er war scheinbar gut darin, andere zu belehren, aber nicht unbedingt gut darin, es selbst zu tun. Kapitel 16, Vers 1. Simson ging nach Gaza. Nun, Gaza war eine philistische Stadt. Simson ging nach Gaza und sah dort eine Hure und ging zu ihr. Wir sehen das Problem, das Simson hatte. Ein übermäßiger Sexualdrang scheinbar. Also er ging jetzt zu sogar einer philistischen Hure, ging zu ihr ein. Vers 2. Und da wurde den Gazatitern gesagt, Simson ist hierher gekommen. Und sie umstellten ihn und ließen auf ihn lauern am Stadttor. Aber die ganze Nacht verhielten sie sich still und dachten, morgen, wenn es Licht wird, wollen wir ihn umbringen. Simson aber lag bis Mitternacht. Und da stand er auf um Mitternacht und ergriff beide Torflügel am Stadttor samt den beiden Pfosten, hob sie aus mit den Riegeln und legte sie auf seine Schultern und trug sie hinauf oder hinauf auf die Höhe des Berges von Hebron. Eine Stelle, die uns sagt, wie stark, wie kräftig physisch gesehen Simson war. Die Stelle besagt uns auch oder sagt uns auch, dass er mit dieser starken Last, die er hatte, eine Distanz von ungefähr 38 Meilen, 40, 50 Kilometer, zurücklegte. Und zwar stieg er den Berg hoch bis nach Hebron. Es zeigt also die gewaltige Kraft, die Simson hatte, weil eben Gott ihm diese Kraft gab. Aber war er dankbar dafür? In Kapitel 16 und Vers 4. Danach gewann er ein Mädchen lieb im Tal Sorek und die hieß Delilah. Aber diese Delilah war natürlich auch eine Philisterin. Das Wort Delilah kann entweder bedeuten, ableitend von dem Wort Dal, charakterschwach. Oder es kann auch bedeuten, abgeleitet von dem Wort Dala, Flirt oder Verwöhnung. Und in der Tat war Delilah eine charakterschwache Frau, die sehr verwöhnt war. Und die auch bereit war zu flirten. Also dieser Name ist sehr interessant. Vers 5. Zu der kamen die Fürsten der Philister und sprachen zu ihr, überrede ihn und sieh, wodurch er so große Kraft hat und womit wir ihn überwältigen können.
dass wir ihn binden und bezwingen, so wollen wir dir ein jeder 1100 Silberstücke geben. Also denken Sie jetzt nicht unbedingt an die Erzählungen, die durch die Hollywood-Filme popularisiert worden sind. Hier wird klar und deutlich gezeigt, warum Delilah tat, was sie tat. Des Geldes wegen. Sie wollte dieses Geld haben. Das war der einzige Grund. Warum hat Judas Christus verraten? Des Geldes wegen. Nicht, weil Judas irgendwie wollte, dass Christus jetzt zum Herrscher wurde oder all diese blödsinnigen Ideen, die man so hört. Des Geldes wegen. Judas war ein Dieb. Delilah war eine selbstsüchtige Frau, die des Geldes wegen bereit war, Simson an die Philister zu verraten. Delilah sprach zu Simson, Vers 6. Sage mir doch, worin deine große Kraft liegt und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Und Simson sprach zu ihr, wenn man mich bände mit 7 Seilen von frischem Bast, die noch nicht getrocknet sind, so würde ich schwach und wäre wie ein anderer Mensch. Also Simson spielt mit ihr ein wenig hier. Er war keineswegs bereit, am Anfang der Delilah die Wahrheit zu sagen, zu erklären, warum er diese große Kraft erhielt. Vers 8. Und da brachten die Fürsten der Philister ihr 7 Seile von frischem Bast, die noch nicht getrocknet waren, und sie band ihn damit. Und man lauerte ihm aber auf bei ihr in der Kammer, also der Simson, der wusste nicht, dass sie da waren, die hatten sich verborgen. Und da sprach sie zu ihm, Philister über dir, Simson. Er aber zerriss die Seile, wie eine Flachsschnur zerreißt, wenn sie ans Feuer kommt. Und so wurde nicht kund, worin seine Kraft lag. Nun, bislang hatte Simson vielleicht gedacht, das ist alles nur so ein Spiel. Aber die Delilah, die war ganz schön berechnend. Da sprach die Delilah zu Simson, Vers 10, siehe, du hast mich getäuscht und mich belogen. So sage mir doch nun, womit kann man dich binden? Er antwortete ihr, Vers 11, wenn sie mich binden mit 9 Stricken, mit denen noch nie eine Arbeit getan worden ist, so würde ich schwach und wie ein anderer Mensch. Und dann nahm die Delilah neue Stricke und band ihn damit und sprach, Philister über dir, Simson. Man lauerte ihm aber auf in der Kammer, also auch hier wusste Simson nicht, dass die da waren, und er riss sie von seinen Armen herunter wie einen Faden. Also auch hier wiederum dachte Simson vielleicht noch, es war ein Spiel, aber der hätte ein bisschen jetzt überlegen müssen, denn etwas Ähnliches war ja damals geschehen mit der ersten Frau der Philister, als die 7 Tage lang ihn dazu bewegen wollte, das Rätsel zu verraten. Aber der Simson, der war wie gesagt lüstern und Lust macht blind. Vers 13. Da sprach Delilah zu ihm, bisher hast du mich getäuscht und mich betrogen. Sage mir doch, womit kann man dich binden? Er antwortete ihr, wenn du die 7 Locken meines Haares zusammenflechtest mit dem Aufzug deines Webstuhls und heftetest sie mit dem Flock an, so würde ich schwach und wie ein anderer Mensch. Also hier kommt er der Wahrheit schon etwas näher. Er treibt ein gefährliches Spiel hier. Und wie gesagt, es heißt hier dann in Vers 15, oder vielmehr Vers 14, und er ließ sie ihn einschlafen und flocht die 7 Locken seines Hauptes zusammen mit dem Gewebe und heftete sie mit dem Flock an und sprach zu ihm, Philister über dir, Simson. Scheinbar auch wiederum waren die hier in der Kammer. Er aber wachte auf von seinem Schlaf und riss die geflochteten Locken mit Flock und Gewebe heraus. Auch hier wusste er scheinbar immer noch nicht, dass die Philister sich verborgen hatten, um ihn dann gefangen zu nehmen. Vers 15, da sprach sie zu ihm in Vers 15, wie kannst du sagen, du habest mich lieb, wenn doch dein Herz nicht mit mir ist? 3-mal hast du mich getäuscht und mir nicht gesagt, worin deine große Kraft liegt. Als sie aber mit ihren Worten alle Tage in ihn drang und ihm zusetzte, da wurde seine Seele lebensmatt oder sterbensmatt. Und er tat ihr sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr, es ist nie ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Geweihter Gottes vom Mutterleibe an. Wenn ich geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, sodass ich schwach würde und wie alle anderen Menschen. Es geht nicht darum, dass seine lange Haare irgendwie jetzt magische Kraft besessen, es ging hier um ein Symbol. Simson verstand, dass solange wie er ein Gottgeweihter war, solange wie er das Zeichen seines Gottgeweihtseins trug, mit anderen Worten die langen Haare, so lange würde Gott mit ihm sein, so lange würde Gott ihm die Kraft geben. Er verstand aber auch, dass in dem Augenblick, wo er das Gelübde brach, wo er es zuließ, dass seine Haare abgeschnitten würden, dass dann Gott von ihm weichen würde, dass dann seine Kraft von ihm weichen würde. Und er war willens, dieses Geheimnis preiszugeben. Er wusste zwar nicht unbedingt, dass da tatsächlich Philister da waren, die ihn gefangen nehmen würden, aber er hätte das mittlerweile erkennen müssen.
Er hätte doch mittlerweile erkennen müssen, was Delilah oder Delilah vorhatte. Aber wie gesagt, er war blind, er war schwach, er war nicht in der Lage, Delilah gegenüber aufzutreten, als Mann aufzutreten und diese Frau zu verlassen. Vers 18, als nun Delilah sah, dass er ihr sein ganzes Herz aufgetan hatte, da sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und sagen, kommt noch einmal her, denn er hat mir sein ganzes Herz aufgetan. Und da kamen die Fürsten der Philister zu ihr und brachten das Geld, schauen Sie, in ihrer Hand mit, darum ging es. Und sie ließ ihn einschlafen in ihrem Schoß und rief einen, der ihm die 7 Locken seines Haares abschnitt. Und sie fing an, ihn zu bezwingen. Oder man kann ja auch sagen, sie fing an, ihn zu bezirzen. Sie fing an, ihn zu bezwingen. Und da war seine Kraft von ihm gewichen. Und sie sprach zu ihm, Philister über dir, Simson. Und als er nun von seinem Schlaf erwachte, da dachte er, ich will frei ausgehen, wie ich früher getan habe. Also scheinbar hatte er jetzt mittlerweile erkannt, dass da Philister da waren, die ihn bezwingen würden. Er sagte, ich will frei ausgehen, wie ich früher getan habe und will mich losreißen. Aber er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Schauen Sie, es ging nicht um die magische Kraft seiner Haare, es ging darum, dass jetzt Gott von ihm gewichen war. Und er griffen ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus und führten ihn hinab nach Gaza und legten ihn in Ketten und er musste die Mühle drehen im Gefängnis. Was für ein unglaubliches Schicksal, das Simson erfuhr, weil er nicht in der Lage war, seine Lüste zu bezwingen. Er wurde geblendet. Er wurde als ein Sklave in die Mühle gebracht. Er tat die niedrigste Arbeit, die Arbeit, die normalerweise nur Sklaven tun würden, meistens sogar noch weibliche Sklaven. Und so hatte er in diesem Falle ein solches Schicksal auf sich selbst bezogen, selbst für sich herauf beschworen. Aber jetzt lesen wir eine interessante Stelle in Vers 22. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, nachdem es geschoren war. Nun, was bedeutet dies? Es bedeutet wiederum symbolisch gesehen, dass Simson zur Besinnung kam in seinem Elend, dass er sich jetzt an Gott wendete, dass er jetzt den Eid oder den Schwur, das Gelübde, ein Gottgeweihter zu sein, wieder erneuerte. Und das hatte natürlich jetzt Konsequenzen. Vers 23. Als aber die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihrem Gott Dagon ein großes Opfer darzubringen, der berühmte Fischgott Dagon, der sah so aus wie ein Fisch mit einem Menschenkopf, aber dann dem Leib eines Fisches, und ihm ein Freudenfest zu feiern, also diesem Dagon, da sprachen sie, unser Gott hat uns unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben. Wie auch heute die meisten Menschen, wenn sie die Liebe Gottes erfahren, in den meisten Fällen dann, wenn sie Gott nicht kennen, das auf irgendwelche andere Ursachen zurückführen, aber nicht auf den wahren Gott. Und so haben die Philister auch gesagt, ach, das war der Gott Dagon, der hat uns den Simson in die Hände gegeben. Und als nun ihr Herz guter Dinge war, da sprachen sie, lasst Simson holen, dass er vor uns seine Späße treibe. Und da holten sie Simson aus dem Gefängnis und er trieb seine Späße vor ihnen und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Und als das Volk ihn sah, da lobten sie ihren Gott, diesen Gott Dagon. Denn sie sprachen, unser Gott hat uns unseren Feind in unsere Hände gegeben, der unser Land verwüstete und viele von uns erschlug. Vers 26. Simson aber sprach zu dem Knaben, der ihn an der Hand führte, lass mich los, dass ich nach den Säulen taste, auf denen das Haus steht, damit ich mich daran lehne. Das Haus aber war voller Männer und Frauen. Es waren auch alle Fürsten der Philister da. Und auf dem Dach waren etwa 3000 Männer und Frauen, die zusammen wie Simson, oder die zusahen, wie Simson seine Späße trieb. Schauen Sie, das waren keine unschuldigen Menschen. Die waren alle in Kohut sozusagen. Die waren hier dabei, den Simson und damit auch den wahren Gott zu verspotten. Simson aber rief den Herrn an. Schauen Sie, eine sehr wichtige Stelle. Das ist das zweite Mal, dass das erwähnt wird, dass Simson Gott anrief. Das erste Mal aus einer selbstsüchtigen Motivation heraus, weil er am Verdursten war. Hier aber auf eine andere Weise. Wir sehen, dass Simson in dem Kerker, in dem er gewesen war, zur Reue kam. Eine Gesinnungsänderung durchmachte. Wirklich jetzt zur Bekehrung kam. Nun, auch da war er noch nicht fehlerlos. Es ist immer so, wenn ein Mensch zur Bekehrung kommt, der ist dann natürlich nicht gleich sündenlos. Er muss noch vieles verstehen und macht noch viele Fehler. Aber er kam zur Bekehrung. Nun, das Tragische an der Situation ist, er hätte es viel leichter haben können.
Er hätte nicht durch diese ganzen schrecklichen Dinge gehen müssen, aber er wollte es ja tun. Er hatte das ja aufgrund seiner eigenen Selbstsucht heraus provoziert. Aber jetzt ruft Simson den Herrn an, Vers 28, und sprach: Herr, Herr, denke an mich und gib mir Kraft, Gott. Also er wusste, wo die Kraft herkam. Gib mir Kraft, Gott, noch dies eine Mal, damit ich mich für meine beiden Augen einmal räche an den Philistern. Nun, auch hier war noch Selbstsucht vorhanden. Er wollte sich wiederum rächen. Aber er wusste auch, dass dies jetzt im Dienste Gottes war. Er wusste jetzt, dass hier etwas geschehen musste, um Israel von den Philistern zu befreien. Und er umfasste die zwei Mittelsäulen, Vers 29, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand, und stemmte sich gegen sie und sprach: Ich will sterben mit den Philistern. Also hier war zwar noch etwas Selbstsucht vorhanden, aber nicht mehr so viel. Er war bereit zu sterben. Er war bereit, sein Leben für den Dienst Gottes zu opfern. Ich will sterben mit den Philistern. Und er neigte sich mit aller Kraft. Und da fiel das Haus auf die Fürsten, auf alles Volk, das darin war, sodass es mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Und da kamen seine Brüder herab und das ganze Haus seines Vaters, und sie hoben ihn auf und brachten ihn hinauf und begruben ihn im Grab seines Vaters Manoach zwischen Zora und Eshtaol. Und er hatte Israel 20 Jahre gerichtet. Schauen Sie, wenn man sich diese Stelle von oder diese Lebensgeschichte von Simson anschaut, dann kann man sehen, wie viel Elend er über sich selbst hereingebracht hatte, bevor er zur Sinnesänderung kam. Und Gott hat ihm vergeben. Und wir haben ja bereits gelesen, dass er im Reich Gottes sein wird. Nun, das mag vielleicht für einige von uns schwer zu verstehen sein, weil Christus uns ja sagt: Tut das Schwert weg. Jeder, der durch das Schwert oder das Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Aber wie gesagt, Simson war hier am Anfang seiner Bekehrung. Aber Gott schaut auf das Herz. Gott schaut auf die Motivation. In Gottes Augen war diese Sinnesänderung genug. Er wusste, dass jetzt Simson auf dem richtigen Wege war. Und er wusste, dass Simson jetzt Gottes Wege gehen würde. Er hat ihn trotzdem sterben lassen, denn Simson hatte sein Leben hindurch mehr oder weniger alles das getan, was er nicht hätte tun sollen. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit hat die Reue Simsons angenommen, akzeptiert. Und das sollte auch uns Mut und Hoffnung geben. Egal, in welcher Situation Sie sich heute befinden mögen, egal wie weit Sie sich von Gott entfernt haben mögen, Gott wartet auf Sie, Gott wartet auf Ihre Umkehr, Gott wartet auf Ihre Reue. Nun, es liegt an Ihnen. Wenn Gottes Ruf an Sie ergangen ist, es liegt an Ihnen, diesem Ruf zu folgen, auf diesen Ruf zu antworten. Wenn Sie es nicht tun, werden Sie vielleicht Dinge erleben, die Simson hat erleben müssen in seinem Leben. Gott will nicht, dass Ihnen das widerfährt, aber er zwingt Ihnen auch seine Berufung nicht auf. Es liegt an Ihnen, sich zu entscheiden. Es liegt an Ihnen, auf die Berufung Gottes zu reagieren. Wir finden mehrere Probleme hier, die Simson in seinem Leben manifestiert hat. Zunächst einmal handelte er impulsiv, er handelte mit Jähzorn, er handelte unüberlegt. Er konnte seine Lust Frauen gegenüber nicht bezwingen. Ihm war seine Lust, seine Selbstbefriedigung wichtiger, als Gottes Wege zu gehen. Er hat sich auch nicht unbedingt um das Leben der Frauen gekümmert. Er hatte nicht unbedingt gewusst, wo die herkamen. Zum Beispiel diese Delila. Hat er gewusst, dass die mit den Philisterfürsten so sehr verbunden war? Er kannte so seine Herkunft nicht. Ihm war das ganz egal. Es ging ja darum, dass er seine Bedürfnisse befriedigt hat. Er hat auch seine Berufung leicht genommen. Er hat so die Kraft, die er von Gott erhielt, leicht genommen, also als etwas Selbstverständliches. Er hat sich gar nicht darum bemüht, einen engen Kontakt mit Gott aufzurichten. Nur zweimal wird hier erwähnt, dass er überhaupt zu Gott gebetet hat. Obwohl man davon ausgehen muss, dass er im Kerker dann zu Gott gebetet hat, da er dort eher zur Reue kam. Schauen Sie, das alles kann für uns von sehr großer Bedeutung sein. Wir können aus diesen Dingen lernen. Denn zunächst einmal müssen wir darauf achten, dass wir nicht etwas vor Gott stellen in unserem Leben. Simson hat ganz klar Frauen vor Gott gestellt. Aber Gott warnt uns, Jesus Christus warnt uns, dass wir nichts vor ihn stellen dürfen, wenn wir seine Jünger sein wollen. Wenn es letztlich darauf ankommt, wenn es um eine Priorität geht. Er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Denn ihr werdet entweder das eine lieben und das andere hassen oder dem einen treu dienen, dem anderen anhangen. Aber es geht in beiden Fällen nicht, wenn es um Prioritäten geht. Simson hat auch nicht erlaubt, dass Gott seine Kämpfe für ihn führt.
Er wollte seine Kämpfe selbst durchführen, hat sich gar nicht darum gekümmert, was Gott einem sagte. Aber damals, als Gott die Israeliten aus Ägypten geführt hat und die Israeliten wurden dann von den Ägyptern am Roten Meer bedrängt, was hat Gott damals dem Mose gesagt, was er den Israeliten sagen sollte? Gott wird für euch kämpfen und ihr werdet euren Frieden behalten. Das war von vornherein die Absicht Gottes, unsere Kämpfe für uns zu führen. Er erwartet nicht von uns, dass wir das Schwert nehmen und in den Krieg ziehen, wenn wir das Vertrauen in Gott hätten, dass er für uns kämpfen würde. Simson hat das Vertrauen nicht gehabt, auch bis zum Schluss noch nicht so richtig. Er meinte, er müsste auch da noch etwas tun, aber immerhin hat er sich jetzt dem Dienst Gottes unterstellt. Und das ist das, worauf Gott blickt. Wie ich sagte, Simson nahm das Geschenk, das er von Gott erhalten hatte, als selbstverständlich an. Und wie sieht das mit uns aus? Haben wir Talente, großartige Talente in irgendwelcher Beziehung? Und meinen auch wir, dass wir diese Talente so von uns aus haben, dass Gott da gar nicht irgendwie eine Rolle spielt? Oder geben wir Gott Dank dafür, dass er uns erschaffen hat, wie er uns erschaffen hat, dass er uns Talente gegeben hat, die wir haben? Oder meinen wir, dass Gott da gar keine Rolle gespielt hat? Simson war ein Gottgeweihter von Geburt. Er war, man könnte sagen, ein Opfer, ein lebendiges Opfer von seiner Geburt her. Und Gott sagt, dass auch wir, wenn wir seine Diener sind, seine Jünger sind, seine Nachfolger sind, lebendige Opfer sein sollen. Aber ein lebendiges Opfer ist nicht genug. Obwohl der Simson ein Opfer war, ein Gottgeweihter von Geburt, sagte das noch nicht, dass er dann auch dem Opfer gemäß gelebt hat. Schauen wir uns kurz eine Stelle in Römer Kapitel 12 an, die dies zum Ausdruck bringt. Römer Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Da sagt Paulus nämlich in Römer Kapitel 12 und Vers 1, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Und das hat der Simson nie getan. Er hat seinen Leib nicht als ein Opfer dargegeben, was Gott heilig und wohlgefällig war. Ganz im Gegenteil. Und es heißt dann auch weiter, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, das war das, was Simson tat, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist das, was Simson zu Ende seines Lebens tat, aber nicht vorher. Damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Warten wir nicht damit, bis wir in eine Situation geraten, in die Simson geraten ist. Wollen wir auch so enden wie er, geblendet, in einem Keller, in einem Kerker, als Sklave arbeitend? Und doch gibt es gute Nachricht. Wie ich ja bereits sagte, Simson wird im Reich Gottes sein, so wie das Paulus hier im Hebräerbrief beschreibt. Und die gute Nachricht ist, dass egal, wie ich sagte, in welcher Situation Sie auch heute sein mögen, es ist niemals für Sie zu spät. Es kann sehr spät sein, aber es ist niemals zu spät. Gott wartet darauf, dass Sie sich ihm zuwenden. Aber seine Milde, seine Barmherzigkeit hat auch seine Grenzen. Der Zeitpunkt wird kommen, wenn Gott sagen wird, genug ist genug. Ich habe jetzt lange genug gewartet. Lassen Sie es nicht darauf ankommen. Simsons Geschichte ist letztendlich eine Geschichte über Gottes Treue. Trotz unserer menschlichen Schwachheiten. Wie ich sagte, in gewisser Weise ist Simson ein Symbol für Jesus Christus. Und das bedeutet auch für uns, dass wir als schwache, fehlerhafte Menschen gleichwohl Jesus Christus in unserem Leben manifestieren können, wenn wir so leben, wie er gelebt hat. Und wenn wir dem folgen, was Christus uns sagt. Simson hat das lange Zeit nicht getan. Aber dann in seinem Tod hat er doch in gewisser Weise gezeigt, was Jesus Christus tun würde. Schauen Sie, wir lasen, dass er in seinem Tode, Simson, mehr von seinen Feinden besiegte, als im Zeitpunkt seines Lebens. Nun, was hat Christus getan? Schauen wir uns dies im Hebräerbrief an, in Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2. Und lesen wir die Verse 14 und 15. Hebräer Kapitel 2 und die Verse 14 und 15.
Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, so hat er es auch gleichermaßen angenommen, damit er, Jesus Christus, durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und die Erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Was hat Simson in physischer Hinsicht getan? Er hat die Feinde Israels besiegt und hat damit Israel von den Feinden, den Philistern, erlöst. Und Christus tat dies im geistlichen Sinne. Er hat durch seinen Tod den Teufel besiegt, ihm die Macht des Todes genommen, weil jetzt ja durch seinen Tod Vergebung von Sünde möglich geworden ist. Der Sünde Sold ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, wie es heißt. Durch den Tod nahm er dem Teufel die Macht, denn er ist ja derjenige, der die Macht hat über uns, denn in dem Augenblick, wo wir sündigen, wo er uns dazu animiert zu sündigen, weiß er ja, dass wir die Todesstrafe bei uns gebracht haben, aber durch den Tod Christi kann diese Todesstrafe von uns genommen werden. Simson hat auch den Tempel Dagons zerstört. Und wie ich sagte, Christus hat durch seinen Tod dem Satan die Macht genommen, wenn wir seinen Opfertod für uns annehmen. Wir sehen also, wie Simson in gewisser Weise das, was Jesus Christus tun würde, symbolisierte. Nun, der Simson hat sein ganzes Leben hindurch bis zu seinem Aufenthalt im Kerker sich Gott nicht untertan gemacht. Er hat sich von Gott abgewandt. Aber er hat sich endlich doch bekehrt und durch eine Sinnesänderung nach einem langen Kampf sich dann Gott zugewandt. Aber die schrecklichen Konsequenzen seiner Taten waren mit ihm. Die konnten man nicht mehr ungeschehen machen. Die Tatsache, dass er jetzt geblendet war. Die Tatsache, dass er jetzt als Sklave im Kerker hat arbeiten müssen. Alles dies hat er über sich selbst gebracht. Denken wir daran, meine Freunde, wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sein wollen, was es bedeutet, wirklich Gott zu gehorchen. Und wenn wir immer noch irrend in der Welt herumlaufen, wie der verlorene Sohn, der sich abgewandt hat von seinem Vater, es ist nie zu spät, zurückzukehren. Aber wie gesagt, Gottes Barmherzigkeit hat seine Grenzen. Warten Sie nicht zu lange. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.